Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start und es wäre eine Runde Let's Play Spirits of Eldor. Es war schon mal ein Versuch, dieses Spiel zu Let's Playen, aber bis jetzt sehr, unangebracht, bis jetzt nicht so richtig funktioniert, aber jetzt können wir es richtig aufnehmen! Booyah! Look in your world! A new home! A bit of past problem thought. Demons, I hate demons! Trusted Key! Hab ich! Und, er hat ja schon mal gespielt, so ein bisschen, weiß ich was davon, aber ich habe noch nicht so, noch nicht alles durchgespielt, deswegen freue ich mich, das endlich richtig komplett spielen zu können. No score! Und, wir spielen hier zwei Hasen, die auf einem Challenge auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Ich muss mal, glaube ich, mal ein bisschen. Ich muss Minus drücken, ne? Na, warte mal, wo ist hier Minus? Ist das hier Minus? Das ist nicht Minus. Funktioniert nicht. Mach ich mal hier den Ton ein bisschen leiser. Und ich freue mich. Deswegen spielen wir das jetzt. Und wir sehen, hier ist eine kleine Kugel um uns herum am Fliegen. Und wir sind so zwei Häschen gegen einen dieser Dämonen. Und wir können jetzt mit der Pfeiltaste jetzt hier so machen. Dann hat der weiße Hase jetzt die Kraft, den zu besiegen. Bam! Und der schwarze hat die Fähigkeit, durch diese Dinger hier durchzufliegen. Was der Weiße wiederum nicht kann, und so haben wir wieder zwei Punkte und BÄM! Der ist Level natürlich ziemlich einfach. Rups! Wenn wir jetzt runterfliegen, stirbt er, das kann ich mal kurz zeigen. Boom! Ist scheiße. Können wir es nicht machen. Deswegen machen wir es so, so und so. Das haben wir so geschafft. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Boom! Boom! Wir haben ihn auch fertig gemacht. Okay. Jetzt können wir hier so ein bisschen eins rüber, da runter und hier hoch, da runter. Jetzt haben wir unsere vier Sterne und BÄM! Attacke! It's working! It's working! Tolia, destroy the demon, save the world! Of course, I knew that! They don't act so surprised! I'm not surprised! Woo! It's working! Yeah! Super. Ich freue mich. Achso, ich kann die Maus vielleicht mal wegmachen. Achso, jetzt brauche ich die Maus wieder, ne? Bam, wir nehmen das. Und, Shazam. Ist noch alles relativ easy. Das machen wir noch alles hier mit links. So. Na, kein Problem. So, jetzt müssen wir uns erst in der Rüben holen. Runter, hoch, runter, runter, hoch. Da, zur Seite, hoch, so, bam. Haben wir auch. Ich möchte auch gerne auf etwas zu sprechen kommen, während ich hier halt, wie blöder, die ganze Zeit die Knöpfchen drücke. Und zwar, was auch zurzeit auf YouTube einfach abgeht. Das ist. Oh, man hätte es in 10 schaffen können. Was? Meteorites? Why didn't you do it? You played everything, didn't you? Not the end. The end is we win! No, silly. That's the beginning. Okay. Machen wir so. Oh, scheiße. Oh, haben wir geschafft, so in 3 Runden. Wir haben hier unten die Anzahl stehen, Level 3 von 2, 0 von 8. Und zwar, was auf YouTube zurzeit so abgeht. Ich find's einfach. Hoppala. Lächerhaft. Unreif. Und ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Es, als Beispiel, was die großen YouTuber untereinander am Machen sind. YouTube, als erster Linie zählt YouTube dafür, sich selber
jetzt nicht zu entdecken, sich selber, ja, wie sage ich das jetzt richtig? Scheiße, wie krieg ich denn jetzt eins runter? Sich selber auszuleben, sich selber zu finden, sich selber kennenzulernen, sich kreativ zu entfalten und sowas. Und die großen YouTuber machen es an sich ja ganz gut, alles pipapo. Aber was für ein Beef die zurzeit alles abmachen. Ich interessiere mich wirklich herzlich wenig dafür. Geschafft. Was da alles so abgeht, weil es macht einfach keinen Spaß irgendwie. Ich lese mir nichts durch, was für ein Beef die miteinander haben und sowas. Weil es ist einfach nicht der Spirit von YouTube, dass sich die Leute so gegenseitig fertig machen. Dass sie sich ankeifen und so ein Scheiß. Ein gutes Beispiel halt ist letztens Simon, also Unge und ich weiß nicht, wie die andere Tante hieß, mit der er sich gestritten hat. Dass sie aufeinander losgegangen sind. Warum? Welchen Zweck hat es, dass sie sich gegenseitig so fertig gemacht haben? Auch die anderen, was ich so als, weil ich interessiere mich halt wirklich null dafür. Ich kümmere mich nicht drum, dass ich da das alles mitzukriegen und sowas. Scheiße, was mache ich hier? Weil es mich einfach wirklich nicht interessiert. Ich will die YouTube-Videos gucken. Ich will Spaß haben an den Videos. Ich will Freude haben. Ich will nicht mehr können vor Lachen. Aber wenn ich dann sowas sehe, so ein Rumgeheule gegenseitiges und fertig machen und ankeifen, was ist das an. Wo ist das noch YouTube? Für mich ist es etwas übertrieben, dich zu lieben, doch es geht nicht. Gelernt, ich kann es lassen, dich zu hassen. Hast du es geschafft? Nein. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es einfach nur noch traurig und lächerhaft, wie sich einige gegenseitig ankeifen und fertig machen und sich gegenseitig bloßstellen. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen. Ich weiß nicht, wen sie was beweisen wollen. Ob das denen was bringt, ob die dadurch nachts besser schlafen können oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht so richtig wissen. Ich muss mal kurz was kicken. Ja. Ist in Ordnung. So, Entschuldigung. Ja, das ist einfach das Problem. Auch wenn sie sich gegenseitig fertig machen. Guckt nicht seine Filme, sondern guckt meine. Guckt nicht meine Filme, sondern meine. Das Schöne an YouTube ist, ihr könnt euch alles angucken. Ihr müsst nicht sagen, oh, jetzt kommt das, deswegen kann ich das nicht gucken. Nein, ihr könnt einfach sagen, okay, ich gucke jetzt das Video und danach gucke ich das von dem YouTuber an. Das ist nicht schwer. Was langsam schwer ist, ist, wie komme ich denn jetzt hier hin? Okay, cool. I feel the heartbeat. They walk like but it's looking good. She's happy with us, I think. Let's celebrate later. Yes, I feel a heartbeat. The world is lifeblood. The world's lifeblood is surging. Look. She's happy with us, I think. Let's celebrate later. Press any key. Wie gesagt, ihr könnt euch meine Videos angucken, danach könnt ihr euch die von Onga angucken, danach könnt ihr euch die von Manuel Neuer angucken. Es ist halt wirklich alles euch selber überlassen, welche Videos ihr guckt und wann ihr welche Videos guckt und sowas. Das müsst ihr selber entscheiden. Das kann euch keiner abnehmen. Das wird euch auch keiner abnehmen. Und lasst euch
nicht dabei ankeifen, was ihr guckt oder sowas. Ja, ganz ehrlich, ich finde es einfach nur lächerhaft. Wie hat jeder. Es herrscht kein Konkurrenz. Es kann im Endeffekt kein Konkurrenzkampf herrschen. Weil jeder alles irgendwann gucken kann. Es gibt nicht. Wenn sie jetzt das gucken, können sie meins nicht gucken. Deswegen muss ich den schlecht machen. Das funktioniert halt einfach nicht so. Und manchmal muss ich. Dann in solchen Momenten sage ich mir, weißt du was? Geil, dass du kein großer YouTuber bist. Ernsthaft? Geil! Diesen Stress hast du nicht. Diese abgefuckte Kacke hast du nicht. Sondern du machst deine YouTube-Videos, wenn du mal lustig bist, wenn du mal gerade drauf bist, wenn du was zu erzählen hast. Und so weiter und so fort. Ah, cool. Und, na, scheiße. So. Weil ich habe auch irgendwie so null Bock auf diesen Kindergartenkack, wo sich halt alle gegenseitig anpöbeln. Wer denn jetzt nur die besseren Videos oder sowas macht. Scheiße. Ich hoffe, ihr habt so ungefähr verstanden. Es ist für mich gerade ein bisschen schwierig, hier zu überlegen und zu reden. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. So. Jetzt haben wir alles. Ah! Weißt du? 21 von 19. Scheiße. Ach scheiße. Raus. Rüber. Runter. Darüber. Runter. Da hoch. Darüber. Wumper! So ein Geiz gebracht. So, warte mal. Wenn ich da bin. So, 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 so.